Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und heute haben wir wieder etwas Post für euch vorbereitet. Das hat nämlich einen besonderen Grund, der steht hier auf dem Tisch. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich mal kurz was öffnen, worauf ich jetzt schon Ewigkeiten warte. Für alle, die das nicht wissen, ich leite ja nebenbei das NHR-Battle, also so ein Battle-Turnier, wo ich immer Leute gegeneinander antreten lasse, das auslose, das bewerte, wir uns zusammen die Runden anschauen. Ist eigentlich immer eine lustige Sache, macht auch viel Spaß. Vor allem, wenn man in den Runden immer erwähnt wird, egal ob negativ oder positiv, oder viele statt die Gegner einfach nur mich durch den Kakao ziehen. Und da habe ich jetzt jedem Gewinner was geschickt gehabt, dass die mir was unterschreiben sollen. Und einer, der hat jetzt wieder eine extra Wurst gebraucht, das war der Romantik. Der hat nämlich jetzt erst sein Zettel unterschrieben zurückgeschickt. Ich hoffe, er hat es auch unterschrieben. Das möchte ich euch mal zeigen, wie das aussieht. Ich hole das jetzt einfach mal hier raus. Was ist denn da los, ne? Ach so, jetzt verstehe ich das. Jetzt habe ich schon gedacht, wieso sind das zwei? Aber Romantik war der einzige bisher, der das in der Air Battle zweimal gewonnen hat, nämlich im Jahr 2014 beim allerersten und im Jahr 2016. Und das sieht dann ungefähr so aus. Da habe ich jedem hier nämlich so eine Karte geschickt. Da seht ihr im Prinzip den NHR Battle Pullover mit dem Jahrgang 2014. Hinten stehen die Gegner auch drauf, die er alle besiegt hat. Hier ist jetzt die Unterschrift dabei. Dafür habe ich es ihm hingeschickt. Hier habt ihr nochmal den Pullover in Grau, auch mit den Gegnern dabei. Das also von 2014. Und hier von 2016 nochmal. Da habt ihr natürlich hier das aktuelle Jahr und hier die aktuellen Gegner gehabt von 2016. Hier unten auch nochmal in der grauen Version. Sah auf jeden Fall cool aus. Mace Master hat ja auch gewonnen, hat auch sowas bekommen. Der James Bondage hatte gewonnen, hat auch sowas bekommen. Der Prime hat sowas bekommen, hat auch gewonnen gehabt. Und die Bellish Brothers, das sind alle, die bisher gewonnen haben. Jedem habe ich sowas geschickt. Jeder hat mir sowas jetzt unterschrieben, zurückgeschickt. Das werde ich mir natürlich einrahmen und an die Wand hängen. Finde ich cool, so als Andenken an das Jahrgang 2014 und 16 und die anderen Jahrgänge, die dazwischen lagen. Jetzt 2020 ist natürlich auch wieder eins, das ist jetzt mittendrin. Beziehungsweise, wer weiß, wann das Video online kommt, dann ist das bestimmt schon längst wieder aus. Wer sich also für Battle Rap interessiert, kann da gerne mal auf dem Kanal vorbeischauen oder einfach mal nach NHR Battle 2020 oder 2015, 2014 bis 2020 irgendeine Zahl eingeben, dann werdet ihr sicherlich ein paar coole Runden finden dazu. Danke also an Romantik, dass das jetzt noch geklappt hat. Jetzt ist die Sammlung vollständig, wieder was Cooles zum Aufhängen. Und dann habe ich ein Problem. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich immer mit diesen blöden Gummilatschen rumlaufe. So richtig schöne Crocs, wie man hier sieht. Da ist dieses Original-Crocs-Logo. Das steht auch hinten drauf. Crocs. Und ganz natürlich brauche ich die immer in Weiß. Weil Weiß ist edel. Weiß sieht gut aus. Der Geitsch zieht mich immer damit auf, dass ich Jasons Schuhe anhabe, weil das so aussieht wie die Maske von Jason. Aber egal, wo du hingehst, egal in welches Geschäft, erstens haben sie meistens keine Weißen, die haben einfach immer nur alles komplett in Schwarz. Und Schwarz sieht so hässlich aus bei diesen Latschen, finde ich. Die Weißen finde ich richtig cool, Schwarz geht gar nicht. Und dann haben sie meistens auch nicht meine Größe. Das ist jetzt hier die 12, also eigentlich nehme ich immer so die 46. Das Problem ist, ich bin so lange, so oft und so weit und so viel mit denen gelaufen. Ich ziehe die ja immer überall an, ob ins Kino, ob fein beim Dinner, beim Kriechen, ob beim Wandertag, ob bei Pokémon, bei Raid-Touren, ob im Bett, keine Ahnung. Ich habe immer die Crocs an und jetzt ist es soweit. Ich habe die ganze Zeit schwarze Strümpfe gehabt. Ich habe weiße angezogen und am Ende des Tages waren die einfach schwarz. Und ich wusste die ganze Zeit nicht, warum. Ich habe gedacht, was ist denn los mit den Schuhen? Warum sind die denn immer so dreckig innen drin? Jetzt ist es mir aufgefallen, warum die Schuhe so dreckig sind. Wenn man mal genauer hinguckt oder hier unten lang guckt, da ist einfach ein Loch drin. Sprich, diese dreckige Sohle hat sich durchgelaufen. Deshalb sind die Strümpfe immer kaputt gegangen, dreckig geworden, meine ich. Und diese Schuhe könnt ihr jetzt nicht mehr anziehen, nicht mehr verwenden. Wir machen mal einen auf Hulk Hogan. Gut, wir schaffen es nicht, wir sind halt kein Hulk Hogan. So sehen die aus, ohne mein Zutun, gell? Das kann ich jetzt vergessen. Deswegen habe ich gedacht, ich muss mir neue bestellen, nachdem ich überall in die Läden war und die einfach keine haben, muss ich das wieder übers Internet machen. Das habe ich jetzt getan bei Amazon.
Amazon, wie auch immer. Und da sind nicht nur Schuhe drin, ich hoffe, da ist auch noch was Spezielles drin, was mit Pokémon zu tun hat. Das seht ihr aber gleich. Wir brauchen natürlich wie immer kein Messer. Wir nehmen einfach wieder den Finger und schneiden das hier auf. Schön durch die Schnüre durchgeritzt, bis der Finger irgendwann ab ist. Aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Jetzt gucken wir mal hier rein, denn wir haben eine völlig neue Packung Krux. Guckt euch die an, wie schön weiß die aussehen. Richtig genial. In der Größe M11. Warum? Was ist das denn? Sprich, wenn ich die 12 hatte, sind die eine Nummer kleiner. Das ist die 4546. Dann hatte ich vorher also die 4647. Krux Unisex Erwachsene Classic Krux. Die packen wir auf jeden Fall mal aus. Die sind hier in so einem schönen Stoffbeutel, den ihr sogar wieder zumachen könnt. Ist sehr genial eingepackt, feiere ich auf jeden. Dann könnt ihr die hier so aufhängen, an die Wand ranhängen, euch freuen, dass sie so schön edelweiß aussehen. Und die sind jetzt nicht blau, die haben so ein schwarzes Logo an der Seite. Richtig genial, ich bin mal gespannt, wie lange die dieses Mal halten. Einfach zum hinten anziehen oder zum vorne anziehen, ihr kennt das ja. Zieht ihr auch gerne solche komischen Gummilatschen an, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und der Adi ist jetzt irgendwie in den Karton gekrochen, ich weiß nicht warum. Adi, bist du auch mit der Post gekommen, ja? Aber in dem Karton war nicht nur die Krux. In dem Karton war nicht nur die Krux, da war noch was anderes drin. Das möchte ich euch gleich zeigen, wenn der Adi wieder raus ist. Da ist nämlich hier noch Müll drin. Und neben dem Müll, was ganz Besonderes, ein Gotcha Evolve, die 2020er Version, in schwarz, Large Screen with Vibrant Color Animations. Da bin ich mal gespannt, Julchen hat mir das ja geraten, ich soll mir doch einfach ein Gotcha holen, denn ich habe so viele Probleme mit dem Go Plus gehabt. Ich hatte damals ein Go Plus, ganz am Anfang, wenn ihr das ausgepackt habt, das kam in einer richtig schönen bunten Schachtel. Hinten drauf stand auch Nintendo auf dem Gotcha und bei allen anderen Gotchas, die ich mir dann gekauft habe, weil die gab es irgendwie nicht mehr offiziell. Egal wo ihr hin seid, es gab keine Go Plus mehr. Ihr seid irgendwo auf die Internetseite, habt Go Plus eingegeben, habt euch gewundert. Entweder bezahlt ihr 120 Euro für eins oder ihr bezahlt plötzlich 30 Euro, obwohl die sonst so 50 gekostet haben. Dann habt ihr eins gekriegt und die kam jedes Mal in einem weißen Karton an. Hinten stand nicht mal Nintendo drauf. Das waren also keine richtigen Originalen. Und die ich mir dann immer geholt habe, haben nur Probleme gemacht, wenn ich die verbunden habe. Die haben eine halbe Stunde vielleicht gedreht. Und dann ist jedes Mal die Verbindung weggegangen. Ich habe 20 Mal die Batterien gewechselt. Ich wusste nicht, liegt es am Go Plus, liegt es an den Batterien, liegt es an sonst was. Ich bin halb durchgedreht. Ich habe in der Woche 5 Packungen Batterien verbraucht. Aber mit dem Gotcha ist das ja alles anders. Das braucht ja gar keine Batterien. Das Gotcha wird ja geladen, hat also einen Akku, kann man per USB laden, wie auch immer. Und wenn da irgendwas nicht passt und da irgendwas nicht stimmt, dann liegt es sicherlich nicht an den Batterien, weil da sind ja keine drin. Dann muss es am Gotcha liegen. Und Julchen hat auch gesagt, sie hat ihrs innerhalb von 2 Jahren, als es mal Probleme gemacht hat, einfach umgetauscht. Das ging auch problemlos. Ich bin mal gespannt. Muss ich mir halt alles einrichten. Habe ich noch nie benutzt. Habe ich halt dann ein schönes Armband dran. Ist vielleicht auch was als Modeaccessoire. Ich bin begeistert jetzt, dass das so schnell geklappt hat. Es stand eigentlich da, das dauert ein paar Wochen. Jetzt ist ein paar Tage später und es kam schon an. Ich habe neue Schuhe, ich kann wieder rausgehen, ich kann wieder Pokémon zocken, kann wieder Bier trinken. Made in Bosnia, da wisst ihr ja, wo sie herkommen, die bosnischen Krux. Der Adi liegt schon wieder im Karton. Hier Adi, willst du noch was sagen zum Abschluss? Ja, Adi! Dann halt nicht, das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Habt ihr auch ein Gotcha? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder habt ihr das alte Gotcha gekannt? Ich nicht. Ich mache meine ersten Erfahrungen jetzt hier mit dem Evolve. Habt ihr auch so eins? Wie sieht euers aus? Habt ihr eine andere Farbe? Habt ihr ein schwarzes? Oder schwört ihr weiterhin auf das Go Plus? Ich probiere das jetzt mal aus. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.